Wir sind bei Traktandum 5, Finanzplan 2012 bis 2015, liegt vor Bericht und Antrag des Stadtrates sowie Bericht und Antrag der GPK. Gibt es Wortmeldungen zum Eintreten? Nicht der Fall zu sein, wünscht der Stadtrat das Wort. Herr Stadtrat Borog. Geschätzter Präsident, geschätzte Damen und Herren, gemäß Finanzhaushaltungsgesetz § 21 ist ein Finanzplan über die vorausblickenden 4 Jahre jährlich zu erstellen. In dieser Form, wie es Ihnen nun vorliegt, ist er wechselhaftig. Wir werden das nächste Jahr Budget und Finanzplan in eine Vorlage integrieren, kann auch ein kleiner Beitrag sein, denn die Beratung hier in diesem Saal ein bisschen zu beschleunigen, respektive sich auf die wirklichen Themen zu fokussieren. Die Finanzstrategie der Stadt Zug hat 3 Ziele, gesunde Gemeindefinanzen, ein gutes Leistungsangebot, Fragen zu behalten, wir haben ein sehr gutes Leistungsangebot und eine attraktive Steuerbelastung. Es gilt, diese 3 Ziele in Maße zu halten. Wie Sie aus der Vorlage entnehmen können, ist das ein ganz großes Stück Arbeit, das vor uns liegt, genau diese Balance in Zukunft zu halten. Wir wollen mittelfristig eine ausgeglichene, laufende Rechnung präsentieren, gemäß Finanzplan, ein Ding der verschiedenen Möglichkeiten, wenn man auf den aktuellen Steuerfuß anderen Parametern die Rechnungen zugrunde legen. Die Investitionen sollen, das ist auch ein Vorschuss aus dem Finanzhaushaltungsgesetz, über 5 Jahre Vorschuss zu 100% selbstfinanziert sein. Da sind wir momentan weit davon entfernt. Es geht darum, den Fokus langfristig zu setzen, das heißt, die gesunden Gemeindefinanzen sicher in den Rahmenbedingungen zu halten, dass wir 50% Eigenkapitalbuch halten möchten. Das entspricht einem sogenannten neudeutschen AAA oder Dreifach-A-Rating. Wir wollen ein ungefähr langfristiges Investitionsvolumen von 30 Millionen Franken stabilisieren können. Wir haben einige Investitionen vor uns, die wir noch tätigen möchten und auch müssen. Die vergangenen Jahre lassen grüßen und die Zinsbelastung für die Fremdverschuldung soll maximal 2% jährlichen Steuereinnahmen ausmachen. Über das sehr gute Dienstleistungsangebot, das dritte, als zweite Säule der attraktiven, der gesunden Gemeindefinanz der Stadt Zug, möchte ich nicht weiter ausführen. Sie alle können in einer Hand voll davon profitieren. Der dritte Punkt, die attraktive Steuerbelastung. Hier sind wir in einem Kampf zwischen Attraktivität als, dies spricht mit einem tiefen Steuerfuß, und dann auf der anderen Seite einer Beibehaltung der Konkurrenzfähigkeit, sowohl innerkantonal wie auch außerkantonal. Ich denke, auch hier sind wir für die Zukunft gefordert. Was heißt das nun konkret im Moment? Aktuell hat die Stadt Zugschulden von 40 Millionen Franken, sprich eine Eigenkapitalquote von rund 65%, wir sind auch noch drin. Wir haben eine nach wie vor kerngesunde Bilanz, also gesunde Gemeindefinanzen, und wir haben eine große Problematik, das ist der Selbstfinanzierungsgrad in Anführungszeichen mit den Investitionen. Wir sind letztes Jahr schon drunter gewesen, wir werden dieses Jahr deutlich drunter sein und nächstes Jahr werden wir dann mit dem Jahresschnitt entsprechend darunter sein, wenn man so will, faktisch werden wir das Finanzhaushaltsgesetz berechnen, respektive nicht einhalten. Was bedeutet das nun? Ich denke, es geht darum, sich Gedanken zu machen, wie wollen wir den begegnen. Wir haben Steuerreduktionspakete auf kantonaler Ebene. Der Kantonsrat hatte gerade das 4. Paket beschlossen. Das wird dann in 2 Jahren mit jährlichen Mindereinnahmen von 11 Millionen Franken in den städtischen Finanzen
sich auszeichnen. Die zweite, dritte Revision brauchen auch schon mit 15 Millionen jährlich zu Buche. Das heißt, wir müssen zukünftig mit jährlichen Mindereinnahmen von 26 Millionen Franken rechnen. Wenn wir dabei bedenken, dass wir rund 70 Millionen Franken weiterhin auf diesem Niveau an der interkantonalen Finanzausgleich und die Beteiligung am NFA abgeben müssen, kann man sich leicht ausrechnen, wie viel das dann noch bleibt für die städtischen Ökonomien. Der Stadtrat hat sich nicht einfachen Herzens dazu entschlossen, mit einem vorübergehenden Steuerschutzzuschlag von 10% den gegeben zu holen und zumindest teilweise die sich nun öffnende Finanzierungslücke zu schließen. Dennoch, das Investitionsprogramm, so wie es auch beschrieben ist im Finanzplan, dreht sich davon für 250 Millionen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Plan. Und deshalb ist es wichtig und auch opportun, Prioritäten zu setzen und mögliche Szenarien zu entwickeln, wie ob all diese Vorgaben umzusetzen sind und vor allem, wie wir sie zukünftig finanzieren wollen. Eine Randbemerkung: der Steuerfuß 60% und die Auswirkungen der Steuergesetzrevision führen dazu, dass faktisch eine Steuerreduktion beschlossen wurde, respektive sich zeigt. Und mit anderen Worten, wenn man die vorgeschlagenen 65% Steuerfuß nimmt und die Steuergesetzrevision herausrechnet, dann bezahlt man immer noch weniger Steuern als vorher mit 60%. Also von dem her, es ist eine gute Strategie, sich mal auf das zu fokussieren, ob da vorübergehend auch die Kaufmittel entsprechend die Finanzierungslücken zu decken sind oder zu schließen sind, mit Blick darauf, dass es schwierig sein wird, politische Prioritäten bei Investitionen wirklich so durchzusetzen, dass man auch mal das Wort Verzichtsplanung in den Mund nimmt. Ich bitte, bis nachher. Danke. Wünscht der Präsident der GPK das Wort? Herr Philipp Brunner. Herr Präsident, geschätzte Besucherinnen und Besucher, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte etwas ausführlicher werden, dann beim Budget möchte ich jetzt nur ganz kurz halten. Zuerst danke ich dem Finanzchef für seine einleitenden Worte. Ich fand die Information, dass der Finanzplan und das Budget zusammengelegt werden sollen, fand ich interessant. Wir haben das ja auch in der GPK bereits festgestellt, dass es dort gewisse Überlappungen gibt und dass das ungut ist, wenn man dann immer hin und her schwappt zwischen Finanzplan und dem Budget. Trotzdem mache ich den Stadtrat darauf aufmerksam, er hat eine neue Finanzverordnung erlassen am 27. September. Und unter Punkt 3.2 schreibt er, der Finanzplan wird jährlich dem GDR zur Kenntnis präsentiert. Und unter 3.3 Budget, also dass man das zusammennimmt, steht nirgends, aber ich nehme an, das liegt auch in der Kompetenz des Stadtrates, so wie er jetzt die Kompetenz hat, uns das zur Kenntnis zu bringen und wir hier eigentlich darüber abstimmen, ob wir es positiv und wenn negativ zur Kenntnis nehmen. Noch etwas, eine kleine Korrektur. Ich korrigiere den Finanzchef nicht gerne, aber da hat er sich vermutlich versprochen. Er hat gesagt, der Kantonsrat habe das vierte Paket beschlossen. Also es geht über das hinaus, das Volk hat es beschlossen. Auch Vorschlag des Kantonsrates, das ist wichtig. Ich möchte hier nachher dann noch etwas dazu sagen. In diesem Sinne empfiehlt Ihnen die GPK Antrag und Bericht entsprechend von uns zur Kenntnis zu nehmen, darauf sind Sie bereits eingetreten und den Finanzplan, so wie er vom Stadtrat vorgeschlagen ist, entsprechend positiv zur Kenntnis zu nehmen. Danke. Das Wort ist frei für die Fraktion. Herr Bernhard Filiger, die SVP. Sehr geehrter Herr Präsident,
Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind mit dem vorliegenden Finanzplan 2012 bis 2015 überhaupt nicht einverstanden. Es sind vor allem drei Punkte, bei denen wir eine andere Strategie verfolgen wollen. Erstens, Steuerfußzuschlag 5%. Wir lehnen eine Steuerfußzuschlag von 5% kategorisch ab. Damit würden wir ein ganz falsches Zeichen setzen. Die Stadt Zug soll nach wie vor ein verlässlicher Partner für die Einwohner und die Unternehmen sein. Und dazu gehört auch, dass Steuerfußerhöhungen möglich vermieden werden. Zweitens zu den Investitionen. Wir sind ganz klar für eine Realisierung der wichtigen städtischen Investitionsvorhaben. Gerade jetzt, dass sich ein wirtschaftlicher Einbruch abzeichnet, muss sich der Staat bzw. die Stadt antizyklisch verhalten. Kurzfristig bedeutet dies, zusätzlich Schulden zu machen. Das kann sich die Stadt so beim heutigen Zinsniveau leisten. Drittens, NFA und ZFA. Wir erwarten, dass die Wirkungsanalyse, die für den Frühling 2012 angesagt ist, eine klare Entlastung für die Stadt zubringt. Alles andere ist für uns nicht akzeptabel. Fazit. Wir beantragen daher ablehnende Kenntnisnahme des vorliegenden Finanzplans. Herr Ottmar Kaiser für die ZFA. Ja, geschätzter Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Schade, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, zum Finanzplan 2012-2015 oder 2012-2015. Die Stadt Zug geht in guten Zeiten entgegen. Wie auch immer die Expertengruppe des Bundes für Konjunkturprognosen die Lage der Nation einschätzt, Zug ist nicht gut. Wir sind nicht wie Grenzkantone im selben Ausmaß von Auftragsabschlüssen und veränderten Konsumverhalten der riesigen Bevölkerung und Unternehmen dominiert. Noch haben wir strukturelle Probleme wie viele andere Gemeinden und Kantone. Das muss auch so bleiben, dafür setzen wir uns ein. A. Mit einer schlanken laufenden Rechnung, sprich einer guten Kostenkontrolle. B. Einer marktorientierten und betriebswirtschaftlichen Personalführung. C. Mit einer zweckmäßigen und soliden Eigen- und Fremdfinanzierung. Sowie D. Präziser, langfristiger, strategischer Planung. Wir bleiben vorgesprochen von der Ebene. Im Bericht von Antrag des Stadtrates wird stark klar stipuliert, dass die verminderten Steuereinnahmen aufgrund der Gesetzesrevision durch Steuerertragswachstum bei privaten und touristischen Personen kompensiert werden können. Vielleicht agiert der Stadtrat nach der Prämisse, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, schlecht. Deshalb ungeniert einen vorübergehenden Steuerfußzuschlag von 5% vor. Die CHP will keine Steuererhöhungen und unterstützt diese Strategie nicht. Ich möchte entsprechend auf meine vier einleitenden Schwerpunkte mit Beispielen und Handelsmaximen antworten, die wir in unserer Fraktion ausgearbeitet haben. Die laufende Rechnung. Der Stadtrat, das Parlament und die Stadt Zug müssen wieder zurück zur Bescheidenheit finden. Es ist in definitiv Zeit, haushälterisch mit unseren Steuergeldern umzugehen. Ich erinnere an die drei unterschiedlichen Vorlagen Föschenbad, Bibliothek und Sanierung Abachstraße. Es überrascht mich persönlich sehr, wenn wir für eine Straßensanierung von 300 Metern Länge mehr ausgeben als für zwei unabhängige, notwendige und ganzen Bevölkerungsschichten zukommende Projekte. Ein anderes Beispiel sind zwei budgetierte Bushaltestellen an der Abachstraße, die in 2011 mit 58.000 budgetiert waren, in 2012 nur bis 100.000 zu Buche stehen. Da setzen wir ein Fragezeichen. Zum Personal. Bei den Personalstellen fällt uns auf, dass organisatorische Kleinstverschiebungen von 1,7 oder sogar 0,1 Stellen begründet werden. Bei neu geschaffenen Stellen wird je nach Departement jede 20% Erhöhung detailliert erklärt
wohingegen der Ausbau des Betreuungsangebots mit fetten 2%, also 200 Steuerprozenten, hochgezogen kaum begründet wird. Da bitten wir die verantwortliche Stadträtin nochmals zur eingehenden Prüfung. Bauern- und Fremdfinanzierung. Die langfristig avisierte Selbstfinanzierung von 100% der Investitionen wage ich persönlich aus kurzfristiger Optik anzuzweifeln. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es Aufgabe und Vorteil des Souveräns, wirtschaftliche Impulse zu setzen und antizyklische Investitionen zu tätigen. Dies womöglich nach mit dem Vorteil, preislich von besseren Offerten profitieren zu können und nicht eben diese zusätzlich anzuheizen und Verzögerungen in der Umsetzung zu riskieren. Zum Finanzplan. In der Schlussfolgerung von Bericht und Antrag heißt es schön, Zitat, um den Investitionsstau abbauen zu können, wird eine Aufstockung der Fremdfinanzierung von 130 Millionen notwendig. Zitat Ende. Anscheinend wurde hier in der Vergangenheit etwas falsch gemacht. Wir sprachen in diesem Jahr auch schon von Unterlassungssünden oder allenfalls Investitionen, die man hätte angehen sollen. So sagt dann das zweite Zitat, die getätigten Investitionen erreichten entsprechend der Finanzstrategie während der letzten 5 Jahre im Durchschnitt diesen Selbstfinanzierungsgrad. Vielleicht ein zu frühes Lob, weil man eben noch etwas unterlassen hatte. Wo Wunder, da waren die Jahre 2011, 2009 bis 2011 jedoch darunter. Die ZAP unterstützt den vorliegenden vorgelegten Finanzplan 2012 bis 2015. Wir danken dem Stadtrat und den zuständigen Beamten für die seriöse sorgfältige Planung. Zusammengefasst, wir empfehlen zur Zustimmung Kenntnisnahme, jedoch mit den 3 Punkten, haushaltliche Umgang mit Steuerbehörden, Zukunft in der Bescheidenheit, Zurückfinden und das antizyklische Verhalten. Ich habe es einfach gesagt, Zug ist different, somit bleibt Zug different. Herr Stefan Bogen für die Fraktion Alternative CSU. Thank you.
Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Auch wir begrüßen die Zusammenführung des Budget- und des Finanzplans zu einem Traktanten, wird es doch immer wieder überschneiden. Aber hätte ich gewusst, dass ich heute das letzte Mal separat zum Finanzplan sprechen darf, hätte ich mein Votum natürlich etwas ausführlicher gestaltet. Daher ganz kurz. Die SP dankt dem Stadtrat und den verantwortlichen Personen für den informativen und gut ausgearbeiteten Finanzplan. Der Finanzplan geht nicht nur über die Finanzen Auskunft, sondern über vieles mehr. Die Grafiken 5.2, 5.3 und 5.4 zeigen und geben Auskunft über die Entwicklung der Einwohnerinnen, der Schülerzahl und der Erwerbsfähigkeit. Eine Kurve, die bei allen drei Grafiken nach oben zeigt. Mehr Bewohnerinnen, mehr Schüler und mehr Erwerbstätige. Dies bedeutet zwangsläufig auch einen Ausbau der Infrastruktur auf verschiedenen Gebieten. Mehr Schulhäuser, mehr Plätze für betagte Menschen, mehr Publikumsverkehr in der Bibliothek, mehr Velowege, mehr öffentlicher Verkehr, und notgedrungen vermutlich auch mehr Straßen und noch vieles mehr. Ich habe es schon letztes Jahr gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Es kann nicht sein, dass die Infrastruktur stehen bleibt. Einher mit der Bevölkerungsentwicklung gehen auch Investitionen. Und diese geraten in diesem Jahr in den Fokus. In den vergangenen Budgetdebatten wenig beachtete Beilage bekommt in diesem Jahr eine Hauptrolle. Die Investitionsplanung. Eine Vorausschauung ist daher zwingend. Die von der GPK geforderte übersichtliche Darstellung ist sicher unterstützend für eine Debatte. Die Fraktion der SP nimmt den Finanzplan 2012 bis 2015 zustimmend zur Kenntnis. Frau Gemeinderätin Barbara Hotz, bitte. Geschätzte Gäste, Kolleginnen und Kollegen. Wie jedes Jahr legt uns der Stadtrat als Einstieg in die Budgetdebatte den Finanzplan der folgenden vier Jahre vor. Darin enthalten sind Prognosen, Ziele, Absichten und Wünsche des Stadtrates, welche wir zur Kenntnis zu nehmen haben. Mit diesem Finanzplan wird nicht die Zukunft der Stadt zugeplant, diese haben wir in der Budgetdebatte zu gestalten. Aus diesem Grund begrüßen wir es sehr, dass der Stadtrat den Finanzplan inskünftig ins Budget integrieren will und diesem dadurch allenfalls auch mehr Verbindlichkeit geben will. In der Einleitung zum Finanzplan führt der Stadtrat aus, mit welchen Mindereinnahmen er aufgrund der kantonalen Steuergesetzesrevisionen auskommen muss. Diese Mindereinnahmen wurden jedoch vom Stimmbürger genehmigt und treffen alle Gemeinden im Kanton Zug. Nur der Vollständigkeit halber sei hier ergänzt, dass es im Kanton sehr wohl Gemeinden gibt, welche trotz dieser Mindereinnahmen Steuerreduktionen anstreben. Bereits im Finanzplan 2008 bis 2012 forderte unsere Fraktion, ich zitiere, bei der Investitionsplanung ist darüber hinaus eine klare Prioritätenordnung vorzusehen. Wir wollen wissen, welche Projekte unentbehrlich und welche wünschenswert sind. Zitat Ende. Betrachten wir nun den heute vorliegenden Finanzplan, stellt sich uns unwillkürlich die Frage, haben unsere Noten überhaupt einen Sinn? Nimmt der Stadtrat diese wahr und ernst, oder dienen sie einzig der Unterhaltung? Das vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2012 und 2013 in Höhe von 1.000
89,4 respektive 92,6 Millionen ist für uns unakzeptabel. Für uns wurde hier eine unzureichende Priorisierung vorgenommen. Wir können hier nicht gleich argumentieren wie die SVP. Für uns ist ein Einbruch im Bausektor in der Stadt Zug noch nicht ersichtlich. Wir sehen hier nicht die Notwendigkeit, dass der Stadtrat hier die Investitionen tätigen muss, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es fällt schwer zu glauben, dass bei dem vorliegenden Investitionsprogramm bereits von einer Verpflichtungsplanung gesprochen werden kann. Auch ist der Stadtrat dem Anliegen der GPK Verzichtsplanung bei den Investitionen, welche Projekte unter dieser Prämisse zu realisieren sind, bis heute nicht nachgekommen. Diese Hausaufgaben wird der Stadtrat am Anschluss an die heutige Sitzung endlich zu erledigen haben. Je nach Festlegung der Investitionsobergrenze hat der Stadtrat auch Investitionen in seine Analyse mit einzubeziehen. Durch den Verkauf von Liegenschaften, welche nicht zwingend benötigt werden, ist zusätzliche Liquidität zu schaffen. Als Beispiele, die geprüft werden können, seien Grabenstraße 6 oder die Kirchstraße 3 und 5 erwähnt. Mit dieser zusätzlichen Liquidität können neue Investitionen getätigt werden. Die Investitionen müssen zum allergrößten Teil aus der laufenden Rechnung getätigt werden können. Eine Schuldenerhöhung darf nur die letzte Möglichkeit sein und der Betrag von Neugeld in Höhe von 10 Millionen sollte nicht überschrieben werden. Denn Schulden sind immer eine Hypothek für die Zukunft. Sei es wegen dem Risiko einer Zinserhöhung oder der Last der Rückzahlungen. Wie ist es sonst zu erklären, dass wir jene Überschüsse, welche wir in den guten Jahren den Steuerausgleichsreserven zugewiesen haben, heute nicht cash vorhanden haben, sondern diese zur Schuldenrückzahlung verwendet worden sind? Das sollte uns Mahnung genug sein. Die nachfolgenden Generationen haben einen gesunden städtischen Haushalt verdient. Mit diesen mahnenden Worten nimmt unsere Fraktion den Finanzplan zur Kenntnis. Das Wort ist allgemein frei. Keine weiteren Wortmeldungen. Wünscht der Stadtrat nochmal das Wort? Okay. Wir haben einen Antrag vorliegend von der SVP auf ablehnende Kenntnisnahme. Darf ich die Stimmenzähler bitten? Wer den Antrag der SVP auf ablehnende Kenntnisnahme unterstützt, der erhebe jetzt bitte die Hand. Mit 8 zu 30 Stimmen vom Finanzplan in Kenntnis genommen.